Das ist Kids Society. Ja, nein, das ist echt? Was? No way. Ja, Kids Society. Oh. Hi, herzlich willkommen. Ich würde sie am liebsten umarmen wollen, aber es wird wahrscheinlich nicht gehen. Oh mein Gott. Hi. So krass. Was ist so krass? Dass ich jetzt vor euch stehe? Ja! Ich glaube, ich werde dann so ein Fangirl. Aber ich versuche, cool zu bleiben. Wollt ihr mich mal ganz kurz pieken? Ja. Ja. Oh mein krass. Gott, oh mein ja, Gott. Ja, ja ist echt. Krass. Stellt euch doch mal vor. Ich bin Coco. Ja. Ich bin 20 Jahre alt und ich komme aus München. Mhm. Hi, ich bin die Elisabeth. Ich bin auch aus München, bin 21 Jahre alt. Mhm. Ich bin Alina. Ich bin 20 Jahre alt. Ich bin vor kurzem mit meinem Freund und meinen beiden Katzen nach München gezogen. Und du? Ich bin Nina. Ich bin 22 Jahre alt und ich habe eine abgeschlossene Verkäuferausbildung. Na dann rein in die gute Stube. Bis später. Bis später. Sehr brav alle, ne? Jetzt war man irgendwie im Flieger und ist jetzt hier in L.A. und realisieren tue ich das eigentlich immer noch nicht. Erst wenn man Heidi sieht, weiß man, okay, jetzt geht's wirklich los. Auf Heidi zu treffen war für mich irgendwie total surreal. Ich habe irgendwie, glaube ich, ab dem Moment, als ich sie gesehen habe, erst so richtig realisiert, wo ich hier bin. Businesswoman und Megamodel. Einfach nur mal ein paar Worte mit ihr zu wechseln, da freue ich mich drauf. Herzlich willkommen! Wen haben wir denn hier? Ich bin Tracy, bin 25 Jahre alt, komme aus Essen, studiere Gesundheitsmanagement und bin froh, hier zu sein. Und hast du schon mal ein bisschen gemodelt? Oder? Ja, ich habe Modelerfahrungen. Ja? Und du? Ja. Anna? Wir haben eine Gemeinsamkeit. Ja, Tom. Genau, wir haben beide einen Tom. Der Musik macht. Beide Musiker. Ja. Hi, ich bin Anna. Ich bin 22 Jahre alt, komme aus Ostrohe. Das liegt im Norden von Deutschland. Und momentan mache ich noch eine Ausbildung zur Kauffrau für audiovisuelle Medien. Mein Freund, der ist ja Musiker. Deswegen sind wir hier in den Studios. Hi. Hello. You okay? Mwah. You working? Yeah, let's listen to some stuff. Nice. The best judge of music is always your mum or your girlfriend. Yeah, absolutely. Wise words. Wise words, because you get the most honesty. Das ist mein Freund Tom Gregory. Einige kennen ihn vielleicht. I'm a musician, touring all over the world. Aber für mich ist er Tom. Me and Anna. I've been together now for, she's gonna kill me. True story. About a year? A year? Nope. Just over a year. Ich war kein Groupie oder ähnliches. Ich war nervt von seiner Musik, weil ich habe sie ja ständig im Radio gehört. Und dann waren wir aber zusammen bei einem Livestream, wo er Musik gemacht hat. Und da haben wir uns das erste Mal kennengelernt. I was like, wow. And then, as you say, the rest is history. But she made me wait a long time, to be fair. So I have to work for it. I think I've worked harder on that than I did on my career, to be honest. Hard work pays off. Hard work I pays off, so. Yeah. Can always see in the face. Bei mir lag es jetzt daran, dass ich gerade auch aus einer Beziehung rauskam. Und dann ist man ja so ein bisschen, na, ich möchte eher Abstand haben von den Typen. Aber ich glaube, an einem Abend habe ich mit meiner Mutter darüber gesprochen und sie meinte so, ja, sei doch mal ein bisschen offener. Und so, ja, okay. Und dann nächsten Abend waren wir dann zusammen in Hamburg essen und dann hat es bei mir gefunkt. Sing for me, my darling. Won't you sing it for me? Or you can do down, down, da, 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 down, down. Jedes Mal, wenn wir privat unterwegs oder privat was machen, ist er immer nur Tom, mein Freund. Und man vergisst auch irgendwie ganz schnell, dass er Sänger ist. Also manchmal, wenn ich dann alleine bin, morgens im Badezimmer mich fertig mache, so seine Musik höre, ist das immer so, ah, das ist ja mein Freund. Als ich ihm gesagt hatte, dass ich mich für GNTM beworben habe, das fand er total toll. Yeah, it would be cool to have a famous model girlfriend, to be honest. It'd make me a lot cooler anyway. Was sagt denn dein Tom, dass du jetzt so lange weg bist? Also, wir kennen das ein bisschen. Er ist das gewohnt, dass er lange weg ist. Ich bin es dann auch gewohnt, von daher alles gut und er unterstützt mich total. Schön. Und du bist Vivian. Ja, ich bin die Vivian. Hi, Vivian. Ich bin 22 Jahre alt und ich komme aus Koblenz. Ja.
Und ich bin super aufgeregt, hier zu sein. Ich finde das alles total cool, weil das für mich total neu ist. Also ich habe noch nie irgendwie professionell gemodelt. Das ist eine total neue, aufregende Erfahrung für mich. Ich finde das aber auch eigentlich gar nicht negativ. Ist ja ganz nice, auch ganz fresh hier anzukommen. Und heute Abend werdet ihr alle drei modeln. Wir machen aber kein Fotoshoot, sondern wir machen eine riesengroße Modenschau. Okay. Mhm. Bitteschön. Okay. Danke. Tschüss. 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 Gleich. Ich freue mich. Ich ja, auch. Ich frage mich, was wir anziehen. Ich auch. I do my hair toss, check my nails. Baby, how you feeling? Ich kann es bei den anderen sehen und das sieht schon mega aus. Ich selber kann es nicht so sehen, weil ich eigentlich eine Brille brauche auf Entfernung. Und deshalb kann ich das gar nicht so genau bei mir erkennen. Feeling good as hell. Baby, how you feeling? Feeling good as hell. Woo, girl, need to kick off your shoes. Gotta take a deep breath, time to focus. All the big fights, long nights that you've been through. I got a bottle of tequila. Ich fühle mich wirklich wie eine Prinzessin oder wie Barbie in den ganzen Filmen, die geschminkt wird. Also es ist einfach unglaublich, was ich hier gerade erlebe, dass ich einfach professionell gestylt, geschminkt, frisiert werde. Es ist wirklich unglaublich. Ich habe wirklich so lange davon geträumt und hoffe, dass dieser Traum noch nicht so schnell vorbeigeht. Cassie hat ja auch zu dir gesagt, dass es sein First Face und ein Last Face geben wird. Das hat mir noch mehr Druck gemacht. Stell dir mal vor, du wärst jetzt First oder Last. Das wäre. Nee, das wäre. Hast du denn heulen. Walk-Erfahrung? Hast nee. Du? Nee, das ist auch. Nee. Das ist schon echt ein Druck, den kennt man so jetzt nicht aus dem Alltag. Also schon anders, als würde ich jetzt eine wichtige Klausur schreiben. Weil, wenn ich da verkacke, dann mache ich es ja einfach normal. Aber hier sieht es einfach jeder und deswegen muss ich zugeben, ich bin sehr aufgeregt und vielleicht schon nervös fast schon. Ich muss vorher auf jeden Fall nochmal üben. Mir geht es sehr gut. Ich bin absolut gar nicht nervös und das ist total merkwürdig. Ich weiß nicht, warum. Ich kann es mir nicht erklären.